das war ein interessanter Kampf. Wir haben wirklich offensiv mit den Partisanen jetzt mitgekämpft. Also hier gibt es nichts mehr zu finden. Gekämpft, würde ich sagen. Aber nun gut, das ist Haarspalterei. So, ich glaube, es ist niemand reingelaufen. Dann hole ich mir eben mal wieder die S-Mine ab. Und dann marschieren wir gleich weiter und gucken uns an, was da noch so rumschwirrt. Hallo, S-Mine. Meins. Volltreffer. So, jetzt müssen wir da nur noch das Lager holen und das... Ach Quatsch, Lager, das ist ja nur so ein Geschütz. Eigentlich. Ah ne, oh nein, das war falsch. Was habe ich getan? Geh weg. Geh weg. Ja. Nein. Oh. So, ja, das ist gut. Habe ich jetzt alles, was ich haben will? Ja, nur das muss ich nochmal nachladen. Das war wahrlich nicht meine Absicht. Durchsuchen wollte ich. Das ist alles. Achso, wir können. So, Rucksackladen. Na. Okay, alle Lagerstätten jetzt Rotbauer. Das ist doch schön. Rotbauer ist ungefähr in die Gegend, haben wir nicht wirklich Ausblick darauf. Wir können eventuell da runter. War so. Vielleicht. Nee, gar nicht. Hier lang. Hoffe ich zumindest, ne? Lässt sich alles nicht so ganz identifizieren. Und vor allen Dingen lässt sich nicht identifizieren, wo die Partisanen hin sind. Hallo? Naja. Ist ja letztlich auch egal. So, 300 Meter. Gilt das als Weitschuss? Glaube ich. Außerdem sind wir gerade ein bisschen außer Atem. Ja, da erst recht nicht. Ah, Mist. Das war erst recht nichts. Sowas darf man nicht machen. Nee, nee. Auf keinen Fall irgendwelche. Oh, guck mal. Na. Shit, schon wieder so ein schlechter Schuss. Ich hätte mir den vor allen Dingen erstmal markieren sollen. So. Oh. Hundert Meter ist der nur entfernt. Der steht irgendwo hinter. Der steht gerade auch irgendwo hinter. Aber der nicht.
So. Der ist ganz weit weg. Das ist ganz schön. Ich finde dieses Ausdünnprinzip doch sehr angenehm. Oh, das ist aber schwer jetzt. Da ist ein Baum im Weg. Erstmal durchatmen. Erstmal einen Moment durchatmen. Jetzt wechselt er wieder die Position. Der Arsch. Ich trinke erstmal Glück. Meine Güte. Wir knien uns hin. Jetzt warte ich wirklich, bis wir erstmal wieder voll da sind. Das dauert zwar ein Weilchen, aber ich treffe einfach nicht angemessen. Das dauert jetzt. Lass mal nachladen. Vor allen Dingen ist es ja eh Hupe. Ob wir die jetzt von hier aus töten oder ein bisschen näher rangehen, streng genommen. Oh, das sieht schon besser aus. So, no risk, no fun. Upsala. Guck mal. Nein, ach Mensch, tu doch sowas nicht. So. Bist ganz weit weg, alles klar. Dann können wir jetzt... Ja, hier können wir lang. Jetzt runter marschieren. Und dann schauen wir mal. Da läuft gerade jemand hoch. Irgendwo hoch. Hat das irgendwas zu sagen? Können wir ihn von irgendwo erwischen? Am besten von hier? Ernsthaft? Das geht nicht. Unter Garantie geht das. Wow. Das nur am Rechner. Ja. Das hätte man vorher anmachen können. Da ist offenbar auch jemand, der ganz, ganz böse auf uns ist. Den haben wir aber nicht markiert. Da ist er. Peng. Noch einer? Noch einer? Komm schon. Ah, da ist noch einer. Da ist er. Der war nicht wirklich übertönt, aber trotzdem ist niemand aufmerksam geworden. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir hier eigentlich echt opponiert. Das ist nicht so prickelnd. Aber wir nähern uns unserem Ziel. Und es sind kaum Soldaten hier. Wie kommt das denn, Boss? Mensch, völlig unbewacht das hier. So, mal gucken, ob wir Bewerbung finden. Stielhandgranate. Sonst ist nichts mehr zu finden. Oh, da ist noch einer. Irgendwann bringen wir ihn zu Fall. Warum? Wen denn?
So. Hier an dem Mäuerchen oder dem Busch entlang läuft auf der unteren Seite noch einer. Jetzt ist die Frage, wie wir den erwischen genau. Ohne jetzt groß Aufregung zu erzeugen. Ganz ehrlich, wenn in einem Spiel eine Panzerfaust irgendwo liegt, ne, gehe ich immer, wirklich immer davon aus, dass ich diese benutzen muss. Und das bedeutet meist, dass es einen Panzer gibt, den man irgendwie zerstören muss. Und das kann ich so gar nicht leiden. Weil die wehren sich. Ach da. Irgendwo. Ach da. Ach, guck an. Ja, hast du uns gesehen? Ungünstig. Kommst du jetzt näher oder? Er kommt näher. Die Waffe ist manchmal ganz sinnvoll, gerade finde ich für die Jäger, die halten doch, glaube ich, etwas mehr aus. Und streng genommen brauchen die sage ich mal, Waffe Nummer 2 sowieso nur. Wenn wir im Nahkampf sind, da helfen nicht viele Kugeln schnell, sondern viele Kugeln auf einmal. Wesentlich besser, glaube ich. So, da hinten geht es, glaube ich, hoch. Ich glaube so viel heute. Mensch. Sieht nicht unbedingt so aus. Sind erstaunlich viele Soldaten dann doch noch hier in dem Bereich. So, oberhalb von uns, unterhalb von uns, ganz viele Soldaten noch. Eins, zwei, drei sehe ich derzeit. Da hinten ist noch einer markiert. Ich glaube, der ist sehr weit weg. Ich hoffe gerade irgendwie auf... auf eine bessere Sicht. Ich frage mich gerade, ob man von diesem Kirchturm da sinnvoll noch ein bisschen dezimieren kann, aber andererseits vermute ich, das ist nicht so. So, wir können hier eigentlich mal hochgehen. Der kommt uns entgegen. Annähernd. Ach, da ist er. Okay. Doch, wir versuchen es mal. Wir schauen mal, ob wir da hinkommen. Zu dem Kirchtürmchen da. Ah ne, da muss ich hier runter. Ja. Ich weiß, das verzögert wieder so ein bisschen das Ende, aber wir wollen es ja vernünftig machen und ich will nicht nochmal sterben. Der Lauf in die Mine, den fand ich sehr unlustig irgendwie.